Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin unterwegs. Ich gehe meine Lippen machen und meine Augenringe. Und vielleicht noch was anderes. Mal gucken, was so geht. Und da noch so viele offene Fragen waren, immer noch sind, obwohl ich das eigentlich schon alles beantwortet habe. Aber auch so update-mäßig dachte ich mir, nehme ich euch nochmal mit. Ich gehe immer zu Herrn Rössing in der Charlottenstraße 62. Da befinde ich mich auch gerade auf einem wunderbaren Parkplatz. Und ich mag meine Lippen da, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Mal gemacht. Ich mache das immer in so einem Abstand von 4, 5, 6, 7, 8 Monaten, wie ich mich so fühle, wie ich so Bock habe, wie ich so Zeit habe. Und ich nehme euch einfach mal mit. Ich habe eure Fragen gesammelt und die werden wir dabei beantworten. Und ihr könnt euch das ganze Spektakel einfach mal, dachte ich mir, angucken. Nicht? Also in dem Sinne, viel Spaß! Leute, das ist, also ich bin schon in der Praxis drin, das ist das Wartezimmer. Das sieht so schön hier aus, as you can see. Und hier vorne kommt man rein, da aus dem Aufzug. Und dann ist halt die Rezeption und hier ist halt erstmal das Wartezimmer, wo ich jetzt auch erstmal warten muss. Und ich werde mich jetzt hier erstmal am Kühlschrank bedienen. Das erste Mal, wie Hyaluronsäure gespritzt wird, dann ist es oft so, dass wenn es ganz als allererste Mal ist, dann wird es A auch mal schneller blau. Mhm. Ich glaube, das merken die meisten. Und einfach dadurch, dass auch immer mal eher so ein blauer Fleck da ist, transportiert sich diese Hyaluronsäure auch schneller wieder ab. Das wird jedes Mal ein bisschen mehr, auch deswegen, weil die sich nie 100% abbaut. Mhm. Also schon irgendwann, aber wenn sie zum Auffrischen kommen, ist nie alles weg. Ja. Auch wenn man wieder in die Lippen was spritzt, sollte auch immer noch ein bisschen was drin sein, dass man das immer wieder sozusagen etwas nachlegt. Dann wird es nie wieder so ganz weggehen. Okay. Und wenn man jetzt das erste Mal war, wann kann man dann das nächste Mal gehen, dass es sich nicht komplett abbaut und dass man halt das allein beim Anfang kann aufzubauen? Wenn es um die Lippen geht, empfehle ich wirklich so alle 4 bis 6 Monate. Mhm. Und wenn es zum Beispiel um andere Regionen geht, wie Tränenrinne, das hält ewig. Also das kann ein Jahr lang dauern, 1,5 Jahre. Es gibt auch Patienten, bei denen hält das sogar manchmal 2 Jahre. Das kommt echt so drauf an. Das sollte man nicht zu häufig machen. Ja. Merkt man auch selbst. Aber man soll halt nicht nach einem Jahr kommen wegen der Lippen, weil dann ist alles weg. Okay. Und das mit den Augenringen unterspritzen, da habe ich 1000 Fragen zu bekommen. Und viele haben auch gefragt, wegen diesen dunklen Augenschatten. Aber das geht ja nicht weg, ne? Also die dunklen Augenschatten, das ist ein Problem, was ganz viele haben. Man kann mit entsprechenden Hyaluronsäure, und es gibt Hyaluronsäure, die, wenn die gegen das Licht drauf fällt, wenn man diese Oberfläche die spritzt, dann ist das so bläulich. Mhm. Und die darf man da gar nicht benutzen. Das muss sowieso ganz tief gespritzt werden. Und je mehr sozusagen das Ganze sich anhebt, desto weniger blau wird es schimmern, weil das sind ja auch, dass es blau aussieht, sind übrigens so Adern. Mhm. Es wird etwas weniger, aber wird nie weggehen. Eigentlich ist das Unterspritzen dieser Region dafür da, um diese Rille wegzubekommen. Ja. Dass man da so ein bisschen sieht, alles ein bisschen aufgefrischter dadurch aus. Man muss es wirklich dezent machen, damit es nicht unnatürlich aussieht. Ja. Dass es nicht so anschillt wie verrückt. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz dankbar. Ja, ich liebe das auch. Zuerst wird man desinfiziert, logischerweise. Okay? Mhm. Tut oder weh? Gar nicht. Wie viel ist das, was da reinkommt? Ist jetzt genau ein halber Milliliter drin. Also man braucht pro Seite in der Regel einen halben Milliliter. Und kannst ja auch mal jetzt in den Spiegel schauen. Dann sieht man auch wirklich diesen extremen Unterschied zwischen links und rechts. Ne? Siehst du das? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr. Jetzt gehen wir hier hin, Kopf nochmal absenken und nach oben schauen. Gut, jetzt gehen wir zur Lippe, ja? Ja. Die Lippe würde ich jetzt auch nicht zu extrem machen, ja? Ich musste mir mal nochmal genau sagen, was dich am meisten, weil ist noch recht viel drin, finde ich. Also ich finde immer, hier ist es so flach, also dass es hier so in der Mitte so ein bisschen runder ist. Und ansonsten halt die Seiten finde ich so. Also rechts ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen dünner. Mhm.
Weil man darf, also ich würde jetzt hier auch genau in die Mitte nichts mehr reinmachen, dann sieht das zu viel aus. Man darf aber auch nicht zu sehr an die Seite spritzen, weil sonst fällt das dann so runter und dann sieht das so schnabelig aus. Mhm. Sondern wirklich nur hier diesen Bereich, dass der so ein bisschen nach oben kommt. Ja, genau. Reicht. Ja. Hier würde ich nicht mehr, sonst sieht sonst echt zu dick aus. Mhm. Und hier. Genau, das und. Geht's? Mhm. Darf ich mal hier unterhalb der Lippe, da geht die Lippe sehr tief hier rein, also das Kinn setzt sich zu sehr ab. Ich würde es ganz, ganz bisschen anheben, ja? Mhm. So, ich bin fertig behandelt worden, fertig gespritzt und ich erzähle euch jetzt nochmal kurz was, wie das bei mir ist, über die Haltbarkeit und so weiter und so fort. Also, ihr habt gehört, in meine Augenringe kommen auf jede Seite 0,5, in meine Lippen, weiß ich nicht. Also meistens nicht ein ganzer Milliliter, sondern ein bisschen weniger, so 0,8 oder so. Einfach auch wie das passt. Ne? Das heißt ja nicht, wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, ich hätte gerne einen Milliliter, aber du brauchst nicht so viel, das ist zu viel für dich, ja, dann machst du halt nur 0,8. Bezüglich der Schmerzen. Also die Augenringe tun gar nicht weh. Die Haut ist dann ja so dünn, dass man den Einstieg gar nicht merkt. Ihr seht ja auch, ich verziehe gar keine Miene, ich bin einfach so. Und die Haltbarkeit ist dann, wie gesagt, ein bisschen länger an den Lippen. Es tut weh, ja, aber es ist dann nur dieses kurze, wo es reingeht, die Spritze. Und danach tut es gar nicht mehr weh. Also es sind diese Einstiche, die sind halt mega unangenehm. Aber das ist ja nur so ein ganz kurzer, pieksiger Schmerz. Ja, also das hält man absolut aus. Und ich muss aber sagen, ich war vorher Rossi ja bei zwei anderen Ärzten. Das erste Mal ist, glaube ich, klar, dass es da am meisten weh tut, weil du noch so voll verkrampft bist. Aber beim zweiten Mal tat es auch mega weh und seit ich hier bin, habe ich eigentlich fast keine Schmerzen mehr. Also ich kann euch die Praxis nur ans Herz legen. Schmerzen haben wir, Haltbarkeit. Also ich gehe so alle 4, 5, 6 Monate, würde ich sagen. Ja, 5 bis 6 eigentlich. Je nach Lust und Laune und Gefühl auch. Und das hat er ja auch empfohlen, ne? So 4 bis 6 Monate irgendwie in den Zeitraum das aufzufüllen. Aber ich kenne auch wirklich, ich habe eine Freundin, bei der hält das in den Lippen einfach mal 2 Jahre. Also es kommt so drauf an und viele fragen mich auch, ja, wie oft soll ich denn gehen und so. Leute, das kommt einfach darauf an, wie euer Körper das annimmt oder abstößt oder was weiß ich. Und ihr habt auch gehört, beim ersten Mal geht es halt schneller weg. Ihr könnt nicht einmal spritzen und dann nach 6 Monaten wieder hingehen, weil da ist alles direkt voll schnell weg. Also ihr müsst einmal spritzen und dann halt relativ schnell das nochmal aufbauen, sodass das halt sich dann auch, ne, im Nachhinein aufeinander aufbaut. So, das haben wir. Sind sonst noch offene Fragen? Brennt der Stoff, während es eingespritzt wird? Gar nicht. Also ich merke das gar nicht, wie das reingeht oder auch wenn er das so knetet, so einmassiert, das merkt man gar nicht. Das Einzige, was ich wirklich merke, ist der Einstich. Wo lässt du es machen? Bei Metropolitan Aesthetics in der Charlottenstraße 62 in Berlin bei Herr Rössing. Kann man das auch ab 16 machen? Nein, und sollte man auch nicht. Leute, das ist, also ich sag mal so, ich habe auch immer selber gesagt, gäbe es diesen Instagram-Hype nicht und diesen Kylie Jenner-Hype und diesen, ne, Social-Media-Hype, dann hätte ich es bestimmt auch nicht gemacht, weil man gar nicht das so vor Augen geführt bekommt. Aber lasst euch jetzt nicht mit 16 davon beeinflussen, weil ich weiß, ihr wollt es jetzt nicht einsehen, aber ihr seid wirklich noch Kinder. Ihr seid gerade, werdet gerade erst erwachsen. So, ihr formt euch ja auch noch und euer Körper verändert sich auch noch. Und ich bin jetzt 21 und ich habe letztens ein Video gemacht, wie ich mit 16 aussah, so in meiner Jugendphase. Und das sah ich auch ganz anders aus. Also wartet erstmal, bis ihr euch ein bisschen entwickelt, bevor ihr das schon versucht, was zu ändern, weil das ist ja noch gar nicht vollständig entwickelt. So, ich hoffe, eure ganzen Fragen werden beantwortet. Wenn nicht, könnt ihr nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mich nochmal mit Herrn Rössing per Mail zusammen tun und nochmal für euch fragen. Und ich verlinke euch alles zu der Praxis und so in der Infobox. Da könnt ihr einfach vorbeischauen. Gebt ein Video. Oh, das ist noch richtig. Übrigens, was ich euch nochmal kurz mitteilen kann, nach dem Spritzen fragen, wie viel ihr ist es und so. Das ist natürlich ein bisschen angeschwollen. Ich persönlich liebe das, weil das dann noch so richtig ist. Und es fühlt sich so an, als hättet ihr so Watte in den Lippen. Also ihr könnt die Lippen nicht so zusammen machen. Das ist nur so fest, aber das lockert sich. Und wenn das einmal gelockert ist, so nach 2 Tagen, dann fühlt sich alles an, als war nichts. So, das nochmal kurz eingeworfen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.
Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Für alle, die jetzt sagen, warum machst du deine Lippen? Du brauchst es gar nicht, du siehst ohne viel besser aus. Ich mache das, weil ich das schön finde, weil mir das so gefällt. Ich kann auch verstehen, wenn man das Natürlichere schön findet. Das findet meine Mutter auch, aber ich nicht. Und deswegen mache ich das. Und ich würde mal sagen, jeder muss sich ja selber morgens im Spiegel angucken und sich gefallen. Und deswegen spritze ich meine Lippen. So. Also, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.